Und wir befinden uns hier wieder bei Markus und da gibt's gleich mal was zu lesen. Ist das nicht schön? Aufstand der Androiden. Detroiter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Naja, wirklich verwüstet haben wir es ja nicht. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. US-Lebenserwartung jetzt bei 91 Jahren. Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet. Cyberlife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Doch das war keine alltägliche Kriminalität. Die Eindringlinge sollen Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Gut, das war auch die einzige Verwüstung. Der schlimmste Vorfall ereignete sich im Capitol Park, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Die Officer mussten schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte: "Ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen. Er bedrohte mich mit einem Messer. Ich hatte solche Angst." Natürlich sind diese Anschuldigungen bisher unbestätigt, aber wir haben keinen Grund, einem menschlichen Zeugen nicht zu glauben, wenn es um das Verhalten einer defekten Maschine geht. Einige ziehen bereits eine Verbindung zum kürzlichen Angriff auf den Stratford Tower in Detroit, der ebenfalls von Androiden verübt wurde. Dies könnte der Anfang eines verstörenden Musters sein. Natürlich kommen jetzt Falschaussagen daher. Natürlich. Östlicher Wettlauf ins Weltall. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. Aber VR-MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler, das kennen wir. Also das kennen wir auch, meiner Meinung nach. Und wenn nicht, könnt ihr jetzt stoppen und das selber lesen, aber ich glaube, das haben wir auch gelesen. Wie in der letzten Folge hier, Artikel, die mehrmals vorkommen. Schade, ich meine, so viele Sachen liegen ja jetzt nicht rum zum Lesen, also da hätte man schon jedes Mal einen neuen Artikel machen können, aber na gut. Genieße die Zeit für dich allein. Was haben wir denn hier? Ihr könnt mal wieder etwas spielen. Das ist schon lange her. Schon sehr lange, dass wir das zuletzt getan haben. Und das erinnert uns vielleicht ein bisschen an alte Zeiten. Und man fragt sich ja ein bisschen, ob das Leben von Markus vorher besser war oder jetzt. Da die Beziehung zu Karl ja eigentlich schon ziemlich gut war. Und Karl hat ihn ja schon sehr geschätzt und hat ihn nicht unbedingt als Maschine gesehen, sondern schon fast so ein bisschen wie ein eigener Sohn. Aber von der Öffentlichkeit wurde er halt nicht gut behandelt. Hab mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg.
Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Wir sind aber entschlossen. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Aufrichtig. Ich lebte in einer Blase, in dieser Welt, die nur mir gehörte. Wenn man glücklich ist, ist es schwierig, das Leid anderer zu sehen. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! War jetzt gerade ein bisschen zu viel für sie, glaube ich. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Versammle deine Leute, wandle weitere Androiden um. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. So sieht es aus. Und wir fangen bei dir an. Du bist frei. Was ist mit dir? Dich wandeln wir auch um. Du bist frei. Zwei Androiden. Aha, wandle weiter Androiden um und bereite den Marsch vor. Ich wette, Präsidentin Warren steht bei Cyberlife mit drin. Vorne gibt es auch noch einen Androiden. Den können wir auch umwandeln. Komm mit uns. Vielleicht geht es da. Sehr gut. Drei Stück. Hier haben wir auch noch einen. Du bist jetzt wach. Und die folgen uns. Sehr gut.
glaube, hier haben wir alle gesehen. Hoffe ich zumindest. Blockiere die Straße. Aber zuerst wandeln wir noch ein paar Androiden um. Ich warte hier schon 10 Minuten. Du bist jetzt frei. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Nein, nicht die Warteschleife. Dankeschön, dass du ihn einfach gehen lässt. Ich muss die Straße blockieren. Oh, das wollte ich noch nicht. Ich wollte mich eher noch ein bisschen umsehen. Danke für eure Hilfe. Vorne gibt es auch noch einen Androiden. Und da auch rechts. Du bist frei. Öffne den Kanaldeckel. Das werden wir auch noch machen. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Sehr gut. Bereits 10 Leute. Wie sieht es denn da drüben aus? Okay, da dürfen wir gar nicht hin. Weiß nicht, ob das alle waren. Ich denke aber, es sieht ganz gut aus. Wir öffnen mal den Kanaldeckel. Wir wandeln weitere Androiden um, wenn wir welche sehen. Du bist jetzt frei. Jetzt müssen wir sie nur noch ansehen und schon können wir sie umwandeln. Komm her. Und es werden mehr. Vorne sehe ich auch einen. Und auch da drüben. Und auch in den Schaufenstern. Alle werden sie uns folgen. Und wir setzen ein weiteres Zeichen damit. Das war die falsche Richtung. Da vorne gibt es weitere. Und den hacken wir natürlich. Es werden mehr und mehr. Du kommst jetzt zurück, aber sofort. Da hinten stehen auch noch einige. Und da. Ihr kommt alle schrittweise auf den Stundenplatz. Was macht ihr hier? Und wieder drei. Hey. Bereits 179. Auseinander! Sofort auseinander! Das ist ein Befehl! Ach du Scheiße! So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457.
Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht. Hunderte? Tausende? Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter. Wir sind ein Volk! Das weiß ich doch nicht. Lasst uns fahren! Jetzt wird's ernst. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Dieses Opfer müssen wir leider eingehen. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Genau, um die öffentliche Meinung zu steigern. Das ist eure letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Wir halten die Stellung. Wir bleiben stehen. Marcus, was machst du? Sie werden uns töten! Okay, gehen wir. Lauf! Komm schon, Marcus. Wir müssen weg. Das war tatsächlich eine sehr schwere Entscheidung. Und ich bin jetzt sehr auf die öffentliche Meinung gegangen, weil ich es wichtig fand, dass die Menschen anders denken. Und eben nicht die Polizei, sondern eben alle Leute. Und die werden eben bemerkt haben, dass es hier einfach nur ein Abschlachten war, weil wir haben uns nicht gewehrt. Und das werden nicht alle Menschen so toll finden, da die öffentliche Meinung ist unterstützend. Und genau das war mir wichtig. Aber wenn jetzt alle gestorben wären, wäre natürlich jetzt auch nicht so toll gewesen, also mussten wir am Ende doch fliehen. Es war zu riskant, glaube ich. 30% haben in den kaputten Spiegel gesehen und nur 54% haben auf dem Klavier gespielt. Gelesen haben auch nicht so viele, also viele sind direkt über den Balken gelaufen. Speicher teilen, das haben 84% getan. Vergangenheit teilen 94% und North nach der Vergangenheit fragen haben auch 95% getan. So, Androidenverkäufe umwandeln 69%, okay.
gegenüber Besitzer gelassen bleiben. Nur 40%. Okay, sehr interessant. AX400 umwandeln, 63%. Hände heben haben 47% gemacht. Das war auch ein Statement, weil, naja, bei so vielen Androiden kann der Polizist dann auch nicht einfach schießen, weil wir haben uns ja quasi ergeben. Das hätte dann die öffentliche Meinung auch wieder nach oben getrieben, hätte der dann einfach geschossen. Nicht zurückweichen, 61% haben sich dafür entschieden. Und tatsächlich haben sich die meisten für Selbstopfern entschieden. Das ist auch interessant. Ja, es war mir am Ende fast ein bisschen zu riskant. Marcus ist geflohen, nur 23%. Vielleicht wäre es doch die bessere Entscheidung gewesen. Ich weiß es nicht. Anstürmen, das wäre definitiv am Ende, glaube ich, die falsche Entscheidung gewesen, meiner Meinung nach. Und so haben wir uns jetzt eben die Meinungen der Leute gesichert und sie sind auf unserer Seite. Niemand hat in den kaputten Spiegel gesehen. Okay. Hier überall 100%. Ja, 50% waren gelassen und 50% nicht. Bildschirme hacken 50%. Hände heben auf 50%. Hier, nicht zurückweichen, 50%. Einige sind auch einfach direkt gegangen von meinen Freunden, okay. Und ja, am Ende weglaufen oder selbst opfern, aber niemand hat anstürmen gewählt. Und ja, einige hatten das gleiche Ende wie ich, andere ein anderes. Und wie es dann hier weitergehen wird, erfahren wir in der nächsten Folge. Jetzt ist natürlich interessant, wie wird es bei Marcus weitergehen. Was werden die Nachrichten zu diesem Vorfall sagen? Was werden die Leute sagen? Und was wird die Polizei oder beziehungsweise der Staat gegen diese Sache unternehmen? Ich bin sehr gespannt, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.